Ich würde sagen, mindestens die Hälfte von diesen D90 sind sogar heute noch umeinander. Zum Teil bei Sammlern, aber vielfach auch noch auf Landwirtschaftsbetrieb, um leichte Arbeiten auszuführen. Herr Hürlimann, zuerst eine Frage, die viele Schweizer Landwirte beschäftigt. Was ist die richtige Farbe für einen Hürlimann-Traktor? Es gibt einen Haufen verschiedene Farben. Wir haben die erste Periode graue Traktoren gehabt, bis 1950 Grössenordnung. Und dann nachher ist man auf Grün übergegangen, das erste Mal. Das Grün ist dann geblieben, serienmäßig bis 1959. Und ab 1959 auf Wunsch bis 1979. Es hat immer jemanden Kunden gehabt, der keinen roten Traktor wollte. Weil ab 1959 ist schon der Traktor rot geworden. Und wieso wollten die keinen roten Traktor wollen? Es hat verschiedene Gründe. Die einen nicht wollten nicht auffallen. Die anderen, vor allem im Bernbiet, mag mich erinnern, hatten Bauern, die keinen roten wollen. Die hatten noch Angst gehabt. Der Stier, den sie haben, könnte vielleicht auf den roten Traktor losgehen. Aber wir sagen, zu 80-90% hat man schon rote Traktoren ausgeliefert. Die Hürlimann-Traktoren haben über die ganzen Jahrzehnte verschiedene Motoren drin. Was ist die Geschichte dieser Motoren? Also der Mähtraktor, der 1K8, der der erste war, der hatte einen französischen Motor drin, einen Bernau-Motor, einen Einzylinder. Das ist der gleiche Motor, der auch auf Betonmaschinen gelaufen ist und auf der Pferdemähmaschine. Danach ist man rübergegangen auf einen Motor aus dem Neuenburger Jura von der Firma Zürcher. Die Firma Zürcher hat ganz einen cleveren Ingenieur gehabt, der Herr Liem. Leider ist die Firma 34 eingegangen und mein Vater hat zum Glück den Ingenieur nachher übernommen. Der ist gleich daran eingegangen, neue Motoren für Hürlimann zu konstruieren. Und bereits im 36 ist der erste Zweizylinder Hürlimann-Motor vorgestellt worden. Gleich darüber haben auch den Vierzylinder. Herr Liem ist ja sehr ein Initiativen-Ingenieur gewesen. Der hat sich auch von seiner Pensionierung nicht aufhalten lassen. Wie lange hat er die Motoren noch konstruiert? Er ist bis zu seinem Tod im 1969 dabei gewesen. Und ein Meilenstein war natürlich an der Landi in Zürich 1939. Ist der erste direkt eingespritzte Dieseltraktor weltweit vorgestellt worden. Das war ein Lizenz-Sauermotor, der aber in unserem eigenen Werk gebaut worden ist unter Lizenz. Ihren Vater war bekannt als ein Perfektionist. Stimmt es, dass er sogar den Schlitz der Schrauben ausgerichtet hat? Ja, das war eine heikle Sache. Vor den Ablieferungen hat man gewusst, er läuft durch. Und weh, wenn irgendwie etwas nicht ganz nach seinem Gusto gestanden ist, dann hat es ziemlich laute Worte gegeben, hat das müssen korrigiert werden. In den 1930er Jahren, also in den Anfangsjahren, haben ja die Mitarbeiter täglich 12 Traktoren gebaut und in der Nacht dann mit Pinsel und Handlampe die Farbe aufgetragen. Und die Auslieferung, die muss damals sehr spektakulär gewesen sein. Erlebt haben Sie das wahrscheinlich nicht, da sind Sie noch zu jung. Ja, da bin ich gar noch nicht jung gewesen, ja. Aber das sind Geschichten gewesen, die älteren Mitarbeiter erzählt haben. Die haben sogar im Winter bei Temperaturen unter Null mit diesen Traktoren auf der Strasse müssen auf Zürich runterfahren. Sie sind zum Teil, weil die nur 6 km in der Stunde gelaufen sind, zu Fuß hinter dem Traktor nachgelaufen, um wieder warm zu bekommen. Aber es hat dann solche, die von Zürich aus weitergegangen sind, bis ins Wallis, aber ins Bernbiet. Die hatten natürlich tagelange Reisen mit 6 km in der Stunde. Die Traktorenfabrik Hürlimann hat ja während Jahrzehnten einen ganz speziellen Kunden, bis heute. Das ist der Nationalzirkus Knie. Wie ist das entstanden? Wie ist der Zirkus Knie zum Kunden geworden? Also ich mag mich einfach als Bub erinnern, mein Vater hat immer gute Beziehungen gepflegt zu der Familie Knie. Sie waren auch öfters bei uns zu Besuch gewesen. Und als ich mal etwas grösser war, mag ich mich erinnern, die Zirkusplätze waren damals nicht auf festem Boden gewesen, meistens in Wiesen. Die sind in Weil mal wirklich im Sumpf stecken geblieben. Mit den herkömmlichen Traktoren hat man die Wege nicht rausgebracht. Wir haben einen Traktor, so einen D800, das war ein riesengroßer Traktor für die damalige Zeit, mit Seilwinden, per Zufall am Lager gehabt. Und ich habe mit dem Traktor dann die Zirkuswege aus dem Sumpf rausgezogen. Am gleichen Abend haben die Gebrüder Knie noch einen Vertrag unterschrieben und haben zwei dieser Traktoren gekauft.
Es gibt ja die Geschichte, dass die Hürlimann-Traktoren wegen der Zirkusfamilie Knie nachher rot lackiert worden sind. Stimmt das? Es kann sein, dass dem Vater ein bisschen die Idee gegeben hat, weil der Zirkus Knie hat ja immer schon rote Farbe gehabt. Das war die Zirkusfarbe an den Lastwagen und überall. Und die Traktoren haben wirklich gut ausgesehen in Rot. Und ich vermute, dass da vielleicht schon der Anstoss geht, dass man auf Rot geschwenkt ist. 1938 hat Hürlimann einen völlig neu konstruierten Traktor gebaut. Das war der 4T42. Der hatte ein Fünfganggetriebe mit Seitenschaltung und eine ganz Ringsteuerung. Der Vater hat nebst dem Herrn Liem nochmal ein ganz grosses Genie angestellt. Das war Josef Köpfli, der ja später selber Traktoren gebaut hat. Und der Köpfli hat die ganze Ranglenkung erfunden. Die Lenkung ist so konstruiert, dass man praktisch um die eigene Achse den Traktor drehen kann. Das Fünfganggetriebe mit der Seitenschaltung, das war einfach vermutlich der Grund gewesen, dass die Mittelschaltung den Leuten in den Weg kam. Trotzdem hatte man keine Kabine, nichts gehabt. Wenn es kalt war, hat man eine Wolldecke über Knie genommen. Und das war natürlich dann nicht ideal, wenn man unter der Decke den Gang suchen musste. Das bekannteste Hürlimann ist bis heute wahrscheinlich der legendäre D90, den sie ab 1959 gebaut haben. Wenn ein Landwirt einmal einen D90 gefahren ist, dann hat er ihn kaum aus der Hand gegeben. Wieso haben die Landwirte den D90 so geschätzt? Er war natürlich ganz ein ganz idealer Traktor, schon vom Getriebe her. Er hatte damals schon 10 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge gehabt. Dann hatte er eine unabhängige Zapfhellenkupplung, sodass man die angehängten Zapfhellengeräte separat vom Getriebe in Betrieb setzen konnte. Er hatte einen sehr sparsamen 45 PS Motor. Der hatte so Stundenverbrauch 2-3 Liter. Da darf man heute fast gar nicht mehr daran denken. Und ich würde sagen, mindestens die Hälfte von den D90 sind sogar heute noch umeinander. Zum Teil bei Sammlern, aber vielfach auch noch auf Landwirtschaftsbetrieb, um leichte Arbeiten auszuführen. Der spektakulärste Hürlimann-Traktor war sicher der DH6, ein 5 Meter langer Gigant mit 6-Zylinder-Motor mit über 9 Liter Hubraum und 155 PS. Der Gigant war im wahrsten Sinn des Wortes einmalig oder besser zweimalig. Wieso sind von dem nur 2 Stück gebaut worden? Gut, das war natürlich eine Grössenordnung, die man in der Schweiz nicht verkaufen konnte. Für den Landwirt im Ausland war er vielleicht von der Technik her zu wenig modern gewesen, von der Kabine her und vom Getriebe her. Es war noch das herkömmlich alte, unsynchronisierte Zwölfganggetriebe. Aber gebaut wurde der Traktor speziell mit einer Seilwinde und einer grossen Bergstütze Kabel im Boden einziehen. Das war eine Firma hier in der Nähe, die den Traktor in Auftrag gegeben hat. Das war eine sehr teure Sache gewesen. 1976 haben sie den ersten T14000 gebaut. Das war ein 150 PS Traktor mit einem stufenlosen Getriebe, wo alle anderen Traktoren weit hinter sich gelassen hat. Trotzdem haben sie den Firma 3 Jahre später verkauft. Sind sie mit dem T14000 der Zeit einfach zu weit voraus gewesen? Nein, das war auch wieder ein Spezialauftrag gewesen. Das war eine Firma Intraven damals in Zürich. Die hat uns angefragt, sie hat Aufträge bekommen aus Libyen, aus Ägypten, aus dem Irak. Und der Traktor, der hat ein stufenloses Getriebe haben und eine Grabenfräse hinten zum Gräben auftun, wo man Wasserleitungen einbauen konnte. Wir hatten so einen Traktor nicht und da hat man den schnellen Weg den Traktor zusammengestellt. Das war ein Mercedes-Motor und das ZF-Getriebe. Es war relativ wenig von Hürlimann, außer der Karosserie. Und die Firma Intraven hat uns 15 dieser Traktoren bestellt und die hat man speziell für die Arbeiten gebaut. Das war also auch nicht meinig, dass der für die Landwirtschaft hier eigentlich im Verkauf kommen. 1979 haben Sie und Ihrem Bruder die Firma Hürlimann an die SDF-Gruppe verkauft. Der norditalienische Landmaschinenhersteller gehört der Familie Carozza. Was war der Grund für den Verkauf? Ich würde sagen, der Hauptgrund war, wir haben gute Beziehungen gepflegt auch schon mit der Familie Carozza. Sie waren ja auch Besitzer der Lamborghini-Traktorenwerke. Wir haben seit etlichen Jahren Lamborghini-Traktoren importiert, weil wir selber im Programm keine günstigen kleinen Allrad-Traktoren bauen konnten. Dann haben wir mit den anderen Produktionsteilen einfach Probleme gehabt. Es war nichts mehr zu verdienen. Unsere hohen Löhne und die Materialkosten und die kleinen Serien, die wir in der Schweiz bauen,
Die Rechnung ist nicht mehr aufgegangen. Und da hat man mal das Gespräch gesucht, was könnte man machen. Im gleichen Moment hat man auch festgestellt, dass die Sami auch ihre Probleme hatte. Die hat dort mal luftgekühlte Motoren immer noch eingebaut. Die Traktoren sind auch bei ihnen immer grösser geworden, immer mehr PS sind gefordert worden und sie haben mit der Luftkühlung einfach mit der Thermik Probleme bekommen. Wir haben noch ein bisschen Erfahrung natürlich gehabt mit immer mit wassergekühlten Motoren in Zusammenarbeit mit der Firma Saurer in Aarbonn und das war eigentlich fast der Hauptgrund gewesen, dass wir uns gefunden haben, um etwas miteinander zu machen. Jetzt, ein paar Jahrzehnte später, werden Hürlimann-Traktoren bis 140 PS in Treviglio gebaut, in Norditalien, und die über 140 PS im süddeutschen Lauingen. Haben Sie die Fabriken in letzter Zeit einmal besucht? Ja, ich bin vor zwei, drei Jahren bin ich das letzte Mal vor allem in Italien gewesen. Ich hatte mehr Beziehungen zu Italien, im Zusammenhang mit der Bekanntschaft mit der Familie Carozza. Und es ist natürlich mehr als nur eindrücklich, wie heute dort Traktoren gebaut werden. Also man darf nicht mehr zurückdenken, wie wir haben müssen zusammenstellen mussten. Also ich glaube, jeder, der dort kommt, der ist begeistert, wenn er nachher rauskommt. Eine letzte Frage noch. Seit 1929 sind schätzungsweise 40'000 Hürlimann-Traktoren gebaut worden. Wissen Sie, wie viele von diesen Traktoren heute noch fahren? Wir haben einmal versucht zu eruieren. Vor allem die, die wir noch in Wiel gebaut haben, bis im 79, da waren ja hier gut 28'000. Von denen sind mindestens die Hälfte noch im Betrieb. Ich würde sagen, von den anderen, die wir nachher miteinander gebaut haben, da ist der grösste Teil im Betrieb. Weil das ist der Traktor, die H-Reihe, die wir nachher gemeinsam bauen, das war eine sehr gute Baureihe. Das war dort der 3, 4, 5 und 6 Zylinder. Da sind die meisten sicher heute noch im Betrieb. Von den über 100 Traktorenmarken, die es in der Schweiz mal gegeben hat, gibt es nur noch die Marke Hürlimann. Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Sie einen Hürlimann fahren sehen? Das ist immer noch Stolz und Freude, oder? Darum, obwohl ich auch schon lange pensioniert bin, habe ich immer noch gewisse Ämter in Beziehungen, wo ich noch ein bisschen dabei bleibe, weil es mir einfach wirklich Freude macht. Wir sind immer noch da, nach 90 Jahren.